Hallo, mein Name ist Uwe von biggreenegg-shop24.de. Heute grillen wir Fisch auf dem Mini-Egg. Und zwar haben wir folgendes Gewürz. Moment. Das gibt es hier. Das ist eine Marinade. Also wir haben Scallops und Mai Mai. Die Scallops sind mit diesem Criollo-Marinade gewürzt. Recht lecker, das andere habe ich weggeschmissen. Auf jeden Fall sieht der Fisch so aus, mariniert in einem Ziplock für 1 bis 2 Stunden. Das reicht. Und das haben wir jetzt auf das Mini-Egg, Scallops-Muscheln und Mai Mai. So, das sind die Mai Mai Filets. Richtig tolle Filets. Und das sind Scallops, also Muscheln. Muschelfleisch, ganz lecker zum Grillen. So, unser Mini Big Green Egg ist vorgeheizt auf ca. 500 Grad. Dazu braucht es diese Einstellung. Man kann auch noch etwas mehr machen, aber es reicht oben. Die Nozzle ist offen. Man sieht auch die Glut. So, und wir starten nun mit kurz gegrilltem auf dem Mini Egg. So, wir beginnen mit Mai Mai und zweimal Scallops. Das wird lecker. Einfach zumachen. Und ich zeige euch gleich, wie es weitergeht. So, schauen wir mal, wie es ausschaut. Ja, könnte etwas mehr Power haben. Das Ganze. Also geben wir mal hier unten etwas mehr Gas und tun mal die Nozzle etwas zurück. Damit der Fisch etwas knusprig wird, habe ich jetzt doch die Nozzle aufgemacht, damit die Temperatur auch etwas hochsteigt. Beim Mini-Egg ist es halt so, wenn ein großes Teil reinkommt, aufgrund der Größe des Grills, kann man schon etwas mehr einregulieren. So, wie immer bei Fischwänden, das ist ein großes Thema. Scallops, das ist kein Problem. Aber diese Fischfilets, da hat man nicht viele Versuche. So, noch das zweite. Ups. So. Sieht gut aus. Lecker. Ja, sieht schon ganz lecker aus. Mai Mai und Scallops. So, und zum guten Schluss kommt noch etwas Rauch drauf. Nehmen wir den Grillrost einfach runter. Ich verwende Elder Chips, also Erle. So, das Green Egg komplett zumachen. Rost wieder drauf. Und komplett alles schließen. Räuchern wir noch ein wenig. Ihr seht da den Qualm, optimal. Alles geschlossen halten. Gibt es einen richtig leckeren Rauchgeschmack noch drauf. So, und nun holen wir alles runter. Zunächst mal die Scallops. Und die zwei Mai Mai Filets. Sieht doch echt lecker aus.
Also sehr zu empfehlen für jeden, der es mag. Das ist Petersilie mit Butter und Knoblauch. Etwas auf den Fisch geben. So. Und schon ist es perfekt. Uwe vom Big Green Egg in der Shop24.de. Guten Appetit.